Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit ein neues Review hier auf dem Kanal. Ich teste heute Kugellager und zwar die Überkugellager ABEC 5 Chrome Steel, knapp 6 Monate lang getestet. Und ob ich soweit zufrieden bin mit den Kugellager oder mein Fazit schlecht ausfällt am Ende, das seht ihr natürlich hier in diesem Video. Ganz viel Spaß! Kugellager gibt es auch bei uns im Shop zu kaufen. Könnt ihr gerne auch über den Link in der Videobeschreibung mal abchecken. Und ich bin gespannt, wie lange die Kugellager so halten werden. Und wir checken das jetzt gleich direkt mal ab, wie die hier rollen werden. So, dann checken wir mal ab, ob das Ganze hier auch gut rollt. Machen wir mal hier so einen Rollcheck. Wie der Langzeittest ist. Wie lange halten die Dinger? Checken wir mal ab. Ein paar kleine Eckdaten zum Kugellager. Das Kugellager kommt, wie erwähnt, mit ABEC 5 ins Haus. Was natürlich nicht gerade das Beste ist, wenn wir auch ABEC 9 kaufen könnten. Was hier aber entscheidend ist, ist auf jeden Fall der Preis. Und wie jemand Weises mal sagte, nicht mal die NASA nutzt ABEC 9. Was die NASA jetzt genau benutzt und ob die NASA überhaupt ABEC-Kugellager nutzt, kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Aber kommen wir mal zur Preis-Leistung. Während wir bei ABEC 9 und so weiter mehr in die Tasche greifen müssen, sind wir bei diesem Kugellager auf jeden Fall kostengünstiger. Nämlich die Kugellager gibt es zum Beispiel bei uns im Shop für 12,95 €. Der Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Damit gehören diese Kugellager auch zu den eher günstigeren Preisklassen, wenn man sich andere Hersteller anschaut. Aber bedeutet das direkt was Schlechtes bei so einem günstigen Preis? Nein, nicht direkt. Aber die Qualität ist nicht hochwertig. So viel muss man auf jeden Fall dazu sagen. Aber dennoch, zum Vergleich zu anderen Kugellager können die gut mit ihrer Preisklasse mithalten, wie ich finde. Das heißt jetzt für uns, lohnt es sich? Ich würde sagen, ja. Trotz der mittelmäßigen Qualität halten die Lager relativ lang. Ich musste erst nach 6 Wochen ein Kugellager austauschen. Checken wir mal gleich ab hier. Die Rolle sieht man schon. Die rollt noch, tatsächlich. Oh. Oh. Ja, da geht nicht mehr viel. Aber ich möchte gerne mal die Kugellager auch von innen aussehen, wie die jetzt aussehen. Deswegen machen wir die jetzt mal hier auf und checken mal ab, wie die von innen aussehen. Ob die uns hier entgegenspringen oder sonst was. Wir gucken mal. Die drehen sich hier gar nicht. Das dreht sich zum Beispiel hier gar nicht mehr. Ja, guck mal. Das ist komplett hinüber. Also fahren, dass ich damit überhaupt fahren konnte, ist ein Wunder. Tatsächlich. Hier dreht sich nichts mehr. Das kannst du vergessen. Kannst du knicken. Das ist, nee. So, ist die auch mal ab. Ah, vielleicht sogar 5 Monate. Ich weiß nicht. 5, 6 Monate gebe ich den Kugellager. Länger auch nicht. Ich weiß nicht. Also vielleicht, wenn man Anfänger ist und nicht so krasse Tricks macht, vielleicht dann länger, aber ja, gut. Hab ja auch einige Gaps damit gesprungen und ja, haben relativ lang gehalten. War schon gut, vor allem für den Preis. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Mal schauen. Oh ne, guck mal. Die rollt tatsächlich auch noch. Zwar jetzt auch nicht mehr richtig gut. Naja, ist jetzt eigentlich der Zeit. Ja, gut. Die ist auch kaputt. Also kann man benutzen noch im Notfall, aber na. 2 von 8 Kugellager rollen noch. Könnte man noch nehmen. Vielleicht als Ersatz nehme ich die tatsächlich. Behalte ich die noch. Man weiß ja nie, wenn Kugellager Platz kann man immer gebrauchen. Ja. 2 von 8 haben ausgehalten, leben noch einigermaßen. Ja, für 6 Monate. Kann man machen. Bei dem Preis, ja, ist okay. Da muss man dann selber entscheiden, was du dann möchtest. Möchtest du mehr für dein Geld, dann musst du halt mehr dafür auch ausgeben. Oder möchtest du halt
etwas günstigeres haben, was aber auch relativ lange hält. Das ein oder andere Kugellager ist zwar ziemlich mitgenommen mittlerweile, aber erst jetzt, nach ungefähr 6 Monaten, sind die Kugellager unbrauchbar. Jetzt wird es auf jeden Fall an der Zeit, die Kugellager zu wechseln langsam. Aber ich war von Anfang an nicht ganz so begeistert vom Rollverhalten. Von Anfang an waren die Kugellager etwas langsamer. Was aber bei dieser Preisklasse auch ja, relativ normal ist, würde ich jetzt sagen. Ich meine, was will man auch erwarten bei so einem günstigen Preis? Aber für Anfänger oder ein günstiges Ersatzkugellager oder sogar als günstiges Standard-Setup sind die Dinger nicht schlecht. Aber wer noch gar keinen Plan hat, was er überhaupt für ein Kugellager fahren möchte, wäre mit dem Überkugellager zum Beispiel ganz gut aufgehoben. Die Kugellager insgesamt teste ich jetzt schon seit Anfang März 2022 und wir haben jetzt Mitte August 2022. Aber kommen wir direkt mal zu meinem Fazit. Schon beim ersten Pushen habe ich gemerkt, das sind jetzt nicht die schnellsten Kugellager, die ich gefahren bin. Aber auf jeden Fall erfüllen sie ihren Zweck. Aber ich denke, für diesen Preis kann man auf keinen Fall meckern. Die Kugellager sind keine Wunderkugellager, was bei diesem Preis auch ziemlich schwer ist. Wenn wir uns mal den Zeitraum anschauen, dass ich die Kugellager schon seit März bis heute fahre, also bis zu diesem Video, was schon eigentlich relativ lang ist, würde ich mal sagen. Deswegen kann ich die Überkugellager auch hier guten Herzens euch empfehlen. Zumindest auf jeden Fall zu den Leuten, die auch aufs Geld achten möchten und etwas günstigeres fahren möchten. Was bei den steigenden Preisen zurzeit durch Krieg, Corona, Klima und so weiter gar nicht mal so schlecht ist, sich Geld zu sparen. Für die Leute, die ein bisschen weniger Geld ausgeben möchten, ein bisschen sparen möchten, die trotzdem ihren Spaß mit dem Kugellager haben möchten. Aber auch für Beginner, da der Verschleiß am Anfang eh nicht extrem hoch ist. Und wenn man nicht gerade durch Regen fährt und bei relativ guter Haltung, können die Lager gut halten. Ich persönlich würde sie auch nochmal fahren und auch nochmal kaufen. Aber ich habe auch schon das nächste Kugellager im Auge, was ich für das nächste Review sehr gerne hier testen möchte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Video. Und falls ihr die Kugellager schon mal getestet seid oder gefahren seid, würde mich eure Meinung mal interessieren. Haut's einfach mal in die Kommentare, was ihr von diesem Kugellager haltet. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Danke fürs Zuschauen und ein fettes, fettes High Five für mich. High Five! What's? Puh, stickige Luft. Langsam wird's warm hier drin. Boah, puh, es ist warm.